Willkommen und wir kommen jetzt zur zweiten Geschichte. Und dieses Mal geht es um unsere zwei tapferen Helden, wie sie mit ihrer Agentur das Korallenhochland von 3 Monstern befreien. Und wenn du keine weiteren Gaming-Videos hier mehr verpassen möchtest, würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall das Abo abzuschließen. Ist immerhin kostenlos. Ich würde mal sagen, wir legen auch mit Besprechung los. Izanami! Ja, Sir! Das war gute Arbeit im Wald. Danke, Sir. Gut, wir haben zwar deine anstößigen Bemerkungen nicht so gefallen im Video. Ich weiß, sie meinen, Sir. Soll ich auf dein Instrument spielen? Was ist denn mit dir los? Und die Lehmkröte habe ich auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, was sie meinen, Sir. Ist jetzt egal. Wir haben weitere Aufträge bekommen für unsere Firma. Endlich, Sir. Wie du siehst, habe ich aus meinem Jagras, den wir erjagt haben, eine schöne Rüstung gemacht. Und damit werden wir jetzt auf die Jagd im Korallenhochland gehen. Die Jagd, die wir jetzt betreiben werden. Wir werden einmal einen Tsatsiki-Dino jagen. Dann jagen wir die Palamu-Fledermaus. Die ist richtig plüschig und süß. Ich sollte das besser nicht so sagen, dass ich ein Fan von ihr bin. Und zum Schluss den Lederianer, den... Izanami! Aufstehen! Ja, Sir. Ich schaffe dich, Sir. Ich habe alles zugehört. Ganz richtig, ja. Ja, welche Farbe hat meine Unterhose? Ich trinke keine. Sie haben keine. Verdammt, sie hat doch aufgepasst. Danke, Kätzchen. Danke für den Tipp. Kein Problem. Was zum... WTF, Alter, ist da einfach Feuerwerk oben. Ich hab mich jetzt voll erschrocken, ey. Weißt du, was das Traurige? Was? In Deutschland darfst du kein Feuerwerk haben. Dann haben einfach die Leute Monster Hunter angemacht und da hatten sie deren Feuerwerk. Ja, das kann auch sein. Muss dir mal so vorstellen. Ich brauch Feuerwerk. Deswegen gehe ich jetzt nach Monster Hunter. Ah, geil. Hey, was ist? Doch kein Bock? Oh doch, Saitama-san. Die haben jetzt gleich Bock. Sie werden nämlich gleich gegen den großen Tsatsiki-Dino mit den dicken, fetten LED-Leuchten, die einem richtig blenden, kämpfen. Und Blenden ist da wirklich vorprogrammiert. Izanami, jetzt hör auf zu essen, Mann! Du hattest eben genug Zeit! Ah, jetzt bin ich satt. Sir, wir können losgehen. Kein gutes Personal heutzutage. Sir, es geht nicht um Personal, es geht um die Freunde. Naja, und da sie keine Freunde haben, haben sie mich angeheuert, ihr Freund zu sein. Die 60 Euro die Stunde lohnt sich halt für mich. Fußspuren direkt schon. Er hat hier hingepinkelt. Meine Fresse. Warum wird das immer so niveaulos bei uns? Was heißt bei uns? Lass mich da raus. Was ziehst du mich da rein? Ich erinnere nur. Hab ich mal deinen Leuten verblasen? Euch Lappen werde ich töten. Halt die Schnauze. Genau so klärt man das. Hui. Na, guck mal, wer da kommt. Ja! Er ist da, dann sie. Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Und ich bin der, der dein Essen versaut. Ja, Izanami, vermob ihn. Der richtige ist Deutsch gerade. Sprachen lernen, Bubble. Organic Light aktiviert. Was macht der da? Ah! Shit. Meine Augen! Ah, ich war zu langsam. Ich seh nichts! WTF, Alter. Wer ist das? Der Chuck Norris, der Dinos? Der hat einfach so den Felsen weggekickt. Wir müssen die Haube kaputt machen. Ha! Ich bin drauf! Ha! Jetzt gibt's aufs Maul! Ha! Wortwörtlich. Leider dies. Ja gut, hau ihn weiter! Ich stech dich ab, du Arschloch! Ein paar Sekunden später. Genic Light aktiviert. Nein! Ah, oh, schon wieder! Meine Augen! Mach doch mal was dagegen! Haha, ich bin böse. In your face, bitch! Und nochmal. Oh, oh, Schiff versteckt hinter meinem Schild! Das muss ich immer hinter meinem Schild verstecken. Ich bin blind! Meine Fresse, das ist das dritte Mal! Hau ich doch einfach die scheiß Organe da oben weg! Ich kick dich hier weg! Oh, Junge, Alter! Der hat mich getreten! Ey, was haust du jetzt ab? Ich fang dich jetzt! Ich würde gerne meine Waffe schärfen. Ja, mach ruhig. Währenddessen werde ich jetzt das Wichtigste von allen machen. Ich werde ein Steak essen. Lecker. Steak. Ich gönne mir erstmal hier ein paar Perlen. Na gut. Für meinen Hals. Zick. Er ist drin! Danzi, es hat geklappt! Jawohl, Alter. Oh, sind die gebrochen? Und jetzt Combo! Oh. Ja, das war sein Boah, seit wann hast du so fette Oberschenkel, bist du hässlich. Hey,
Das ist mein Oberschenkeltraining gewesen. Ja, damit kann ich springen wie... Bruder, werd bitte wieder lebendig. Nope. Bruder, werd wieder lebendig und blende meine Augen. Das kann ich mir nicht angucken. Und jetzt werden wir mit dem zweiten Monster loslegen, was... Halt dein Maul! Ey! Junge, jetzt verpiss dich einfach von hier. Wir hatten eben eine Missionsbesprechung. Wir brauchen dich hier nicht wirklich. Meine Fresse, immer diese Wichtigtour von Akademikern. Übrigens wird jetzt das zweite Monster gejagt. Und wir werden noch einen Clip von dem Erzähler sehen, wie er jetzt gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen beleidigt hier rausgeht. Dämlicher, unhöflicher, tu nicht gut. Ich verpiss mich einfach. Aber haben wir dich nicht eben getötet? Nein, das war mein behinderter Bruder. Aber wenn du Stress suchst, den kannst du gerne haben. Komm, Bruder, wir müssen nicht gegen dich kämpfen. Ha! Uhu! Und jetzt kommt mein Tarzan-Schrei! Oh. Haben wir den Freund denn? Also. Boah, was war das denn? Der ist ja richtig schnell. Ach, du bist schon mit dem Kämpfen gegen den? Ich sammle hier noch das Fleisch von dem vier Viechern. Nee, doch nicht. Viechern. Jetzt kämpfe ich gerade gegen ihn, aber das ist schön, dass du das sagst. Es dauert noch eine Weile, bis ich alle auch kein Problem. Mighty Jagras regelt das schon. Huah. Mighty Jagras. Junge, du bist kein Profi-Wrestler, ja? Warum nicht? Jetzt Apothekenmantel rein. Jetzt wird die Explosion höher. Hoffe ich zumindest mal. Wen willst du hier beeindrucken, hä? Jawohl, Explosion in your face, Mann. Oh, tut's weh? Ich hoffe doch. Oh! Hä? Haut er! Junge! Nein! Hoi! Ha! Hello, darkness, my old friend. War das scheiße. Schon hast du eine Blitzbombe gehört? Haha, den habe ich von Satsiki gelernt. Oh, mein Mantel ist aufgebraucht. Oh nein, der pumpt sich auf! Oh, bin ich sauer! Oh, ist der flüchig! Den kann man gar nicht ernst nehmen. Oh, wie süß der ist. Der ist so süß. Das ist wirklich, den kannst du nicht ernst nehmen, ne? Da kennst du das so, ich weiß nicht, ob du Pokémon, kennst du das noch? So Pummeluft, ne? Wenn das so gemacht hat. Ja. Pummeluft, genau. Genau da, so ist das. Boah, wenn ihr mich so am Wissen seid, hau ich jetzt einfach ab. Tschüss, Mist. Eine Minute, 37 Sekunden später. Na, Plüschi, was geht? Wir haben uns lange nicht gesehen. Mein Partner braucht noch ein bisschen. Ja, ich bin drauf. Irgendwas gebrochen. Ich bin vorne im Face. Ja, dich reite ich, Junge. Dann sie. Ich könnte ein bisschen Feuerschutz gebrauchen. Und jetzt, jetzt gibt's aufs Maul. Komm her, du Plüschi-Batman. Perfekt. Jawohl, knock ihn aus. Jetzt gibt's was mit dem Schild, Junge. Irgendwann später. Nee, 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 du haust mir nicht ab. Und wie ich vor euch abhauen soll. Macht's gut, ihr Trottel. Blitzkapsel. Mist, der war außerhalb der Reichweite. Verdammt. Ja, so, da sag Bescheid, bin da. Ja, ich kann angreifen, von überraschen. Ich bin der Moment der Überraschung. Okay. Ich hab mich verschätzt. ich meine, ich komme richtig cool angeflogen. So wie bei Batman, weißt du? Oh, er ist paralysiert. Ja, ist durch mein Ding jetzt. Also Paralysepfeile oder was? Ja, Lähmungspfeile habe ich. Jawoll! Jagd später. Was ist das denn hier? Guck dir den Loser an, verschwinden wir. Ey, ihr müsst da nicht gleich gehen. Ach, irgendwie mag mich die Fauna echt hier auch nicht im Korallenhochland. Weiß er. Ich versuche mich anzuschleichen. Oh, jetzt fliegt er runter, ne? Er hat nur gebrüllt. Da oben ist er. Ah! Ich weiß nicht, ist es so gut hier gegen den zu kämpfen? Du kennst dich ja besser mit aus. Er fliegt hier viel oben rum. Aber es geht. Das ist kalt. Ah! Oh, Junge, ich bin drauf. Das ist ein Problem. Meine Rüstung ist dein Vater, Junge. Hoppla! Oh, gut gemacht. Er ist unten. Jetzt Starmarsch, Starmarsch! Huah! Aufladen. Oh, hat das wehgetan. Und jetzt doppelte Aufladung! Mit dem dicken Klöpper, Alter, kann mir keiner was. Eisschutzmantel anziehen! Mich kannst du nicht einfrieren, Kumpel. Na und? Wenn das so ist, hau ich dir einfach so eine rein. Ah! Oh, wie geht's so schwummerig? Ah, boah, boah.
Ey, wo gehst du hin? 3 Uhr 28 nachts. Seine Vorfahren hatten einen riesen Schiss gehabt. Die haben es nur wieder vergessen. Okay. Ich habe keine Generation leben lassen. Weil sonst wären die ausgestorben. Achso, dann hast du keine Rivalität mehr, die du ausüben kannst, ja? Ja, genau, deswegen habe ich sie in Ruhe gelassen. Weißt du, du sagst immer, ich laber so eine Scheiße, Mann. Ja, natürlich. Ich darf auch mal Kacke labern, ne? Ja, natürlich. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Warte, Eine Lehmkröte. Er hat alle lahmgelegt. Mayday. Mayday. Ach, schön. So, wenn du bereit bist, sag Bescheid, ich mach meine Ulti direkt gegen sein Face. Bereit. Du bist ein Spaß. Komm, der liegt. Ah, er liegt. Du redest mit Mia. Stufe 2 auf Lado. Jeden Teil, den wir gebrochen haben, haben wir bei ihm gebrochen. Ne? Die Beine, die Flügel, den Schwanz haben wir auch gebrochen. Mhm. Komm. Der hat schon geweint. Stechkapsel. Und wir haben ihn mit der Stechkapsel. Ich war der auch. Ach, hast du auch abgeschossen? Ja, ja. Perfekt. Dritte Jagd abgeschlossen. Ihr wisst, was das jetzt heißt, oder? Saufen! Yay! Feierabend, ja, wie das Abend, duftet. Wie das duftet. kräftig wird sich gut. Meine Fresse, wie schlecht.